Nein, ich verrate noch gar nichts. Meine Lieben, das Wetter ist ja wieder schön geworden, die Sonne ist rausgekommen, wir haben 36 Grad im Schatten. Nur in der Sonne ist es ein bisschen feucht gerade. Also geht ein Schatten, da haben wir 36 Grad und Sonne. Hier draußen. Ich bin begeistert, was für verschiedene Regenschirmformen und Arten es dann doch gibt. Da haben wir das Ampelmännchen in Rot und Grün, da haben wir den Regenbogen. Schwuler geht's gar nicht mehr. Aber mutig. Also bei der Größe. Du hast ja deine ganze Regenbogenfamilie drunter vereint, die ich sehe. Na, wie passend. Dann gibt es einen pinkfarbenen Regenschirm. Auch mutig. Ja. Früher wurde man in der Schule für sowas verprügelt. Ja, ja, vielleicht lag es auch an der Frisur. Ich habe ja damals schon welche aufgesetzt. Sehr viel Blau sehe ich mittlerweile. Das graue Schwarz ist nicht mehr so en vogue. Ja, also von wegen Schwarz macht schlank. Das mag zutreffen, aber nicht beim Regenschirm. Das als Tipp. Und natürlich das klassisch karierte. Das Kleinkarierte dort sehe ich da, sehe ich da drüben. Auch interessant. Grün und Weiß. Aber das ist kein Weiß, das ist Champagner. Ne? Das sieht aus wie so eine Rotkäppchenflasche. Das hat die Farbe von einer Rotkäppchenflasche. So was, damit kenne ich mich aus. Und mein Liebling ist ja nach wie vor dieser klitzekleine hier über der Kamera. Ne? Der Kameramann muss selber einen riesenblauen Sack anziehen, aber die Kamera selbst, die hat einen kleinen Extra-Regenschirm. Einen auch in Champagnerfarben, ja, oder Hornhaut. Hornhaut kommt, wie gesagt, um 16.40 Uhr hier auf die Bühne. Hornhaut und Kassler, wer das... Wem das schon etwas sagt, darf mit einer ganz, ganz, ganz besonderen Künstlerin rechnen. Eine meiner absoluten Lieblingskünstlerinnen. Ich verehre sie ja seit, ich verehre sie schon so lange, da gab sie noch gar nicht. Jetzt aber kommen wir zu etwas ganz, ganz anderem. Das ist nicht Hornhaut und Kassler, meine Damen und Herren. Das ist einfach mal Farbenfreude pur. Das ist der Regenbogen. Und wie Jessica vorhin gesagt hat, wir alle sind ja nicht irgendwie LGBIT oder wie es jetzt mittlerweile heißt, LGBITTQSA2-Sternchen. Wobei, da hat mir doch der Unterstrich gefehlt, muss ich gestehen. Ohne Unterstrich mache ich das nicht mehr. Nee, da hat sie ja gesagt, wir heißen jetzt nur noch ab sofort People of Rainbow. Kurzform dafür ist Porr. Klingt ein bisschen komisch, so Porri. Nee, People of Rainbow, das klingt doch. Personen des Regenbogens, Menschen des Regenbogens, das sehen wir irgendwie alle in verschiedensten Farben. Und das trifft ja auch die Vielzahl der Regenschirme, die wir hier haben, definitiv. Eine rote Hose bei dem Wetter, Leslie, du bist so mutig. So, was sagt unser Aufbau, unser Abbau? Ah, prima. Ah, hier tretet so spartanisch auf. Aber auch wieder mit Apple. Ich brauche den jetzt auch so. Ich habe nur so eine braune Handtasche. Vielleicht soll ich mir einfach mal so ein Apple hier drauf kleben. Also, ich habe eine Apple-Handtasche. Diese Apple-Handtasche, die kann alles. Die kann alles. Sie kann Sachen aufbewahren. Sie kann Sachen... Hier sind Bonbons drin. Hier sind Flyer drin. Hier sind Buttons drin. Hier ist Portemonnaie drin. Hier ist Geld ohne Ende drin. Nee, das war irgendwie... Nee, Geld ohne Ende. Aber das ist eine tolle App auf meiner Handtasche. Diese App habe ich mir heute Morgen noch downgeloadet. Fächer. Ja, Fächer. Ich dachte mir, für den Fall, dass es heiß wird, ist das die richtige Idee heute? Fächer. Vielleicht hätte ich es so machen müssen, als Regenschirm, als Regenrinne vielleicht. Mal gucken. Ja, also das ist, ich klebe hier den nächsten Apple vorne drauf, da habe ich auch meine Apple-Handtasche. Was habe ich denn noch alles drin? Ach, eine CD, guck mal an. Ach, schön. Ich habe eine Konfetti-Bombe da drin. Wollt ihr mal eine Konfetti-Bombe erleben? Also Bombe ist gut. Sieh mal, ich mache das jetzt auch schon kaputt. Ich kann sowas eben doch nicht. Das ist Technik. Ich sollte die Finger weg von Technik lassen. So, ich glaube, es sollte so, müsste es richtig gehen. Achtung, 1, 2, 3 und... Hui! Naja. Stimmung! Okay, sammelt das nur wieder ein, grün auf grün, rot auf rot, gelb auf gelb, wieder zurückgeben dann bitte. Ja, ich habe nur die eine, die muss noch ein bisschen reichen bis heute Abend, 23 Uhr. Also, einsammeln bitte. Ach, egal. Soll ich dir helfen? Das geht alles? Steht schon so, wie es sein soll. Prima. Ja, meine Damen und Herren, das ist das, was Sie bei Madonna normalerweise nicht sehen. Wenn der Vorhang noch unten ist, dann muss Madonna hinten ja auch ihre Bühne immer selber aufbauen. Das macht sie wirklich. Deswegen ist sie auch so unglaublich schlank. Die kommt gar nicht zum Essen. Sie ist tagelang damit beschäftigt, den Bühnenboden zusammenzuschrauben. Dann stöpselt sie alles zusammen und dann
dann sieht sie sich jung und fit aus und macht noch Tralala Hopsasa und schwingt ihre Beine und ihre, naja, schwingt sie dann eben auch oder setzt Tüte auf. Ich habe Lippenstift im Mundwinkel. Was ist denn der da hingekommen? So. Ich bekomme von euch ein Go, soweit es wieder losgehen kann.